Willkommen zu der zweiten Ausgabe von Tinder Dates in Real Life. Mit dabei sind Kid Maeve, Joker Tululu, Simon Will, Dylan White, Awife HD, Oduma PG, Deadergy, Philipp Dawson, Arnice und X to the motherfucking X. Sie haben 20 Sekunden Zeit, um ihr Tinder Date zu überzeugen. Die Kandidatin entscheidet dann mit Smash or Pass. Unser heutiges Tinder Date ist Joanne. Dann haben wir jetzt unseren Special Guest. Joanne, mach deinen Kämmern. Hallo, Joanne. Was geht? Hi, na? Vielleicht kennt ihr sie schon von der letzten Folge, wo sie gewonnen hat, Freunde, und Platz 1 gewesen ist. Und da hat sie absolut hart rasiert. Also, mashallah. Und daher wollen wir mal gucken, wie es ein bisschen denn so in der Liebe aussieht. Joanne, wir fangen an mit dem allerersten, unserem größten Player. Let's get it. Oh, Mann. Oh, los. Oh shit, Mann. Oh, shit. Warte, ich kann das kurz gehen weg, ja? Oh, ist der schwer. Was geht? Wie geht's dir? Hi, gut. Und dir? Boah, mir geht's auch sehr gut. Wenn du fragst, was machst du so? Ich guck mir da, ja, genau. Klasse, hey. ja, ich war eigentlich nur hier, um ein bisschen zu flexen, deswegen. Kannst du diese vielleicht nochmal zeigen? Ja, klar. Welchen willst du denn sehen? Ich habe ja ein paar, Mann. Ja, zeig doch mal alle. Okay, das ist Nummer 1. Pass? Weißt du? Pass? Oh, aua. Da musst du mit ein bisschen mehr Dingens kommen. Deal. Überleg mir was Besseres, vielleicht irgendwann. Irgendwann mal. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten, der hat vielleicht ein bisschen mehr Chance. Hey. Ich sag jetzt schon, das wird Smash. Ich habe eine ganz kurze Frage erstmal, bevor wir anfangen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Bruder, jedes Mal. wir reden gerade miteinander. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau, ja. Blau, ne? Und ich wusste das vorher schon. Das Ding ist, wir machen nur ganz kurz weiter. Ich habe gerade zugeguckt und ich habe gemerkt, du hast so ein Million-Dollar-Smile. So, weißt du, das ist wirklich so ein Million-Dollar-Smile. Kennst du auch Wer wird Millionär? Ja, klar. Ja, wie viele Joker hat man da normalerweise? 4. Du brauchst nur einen. Oh! 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 Ey, kann man wetten oder so, Digga, dass das ein Smash wird? Das wird ein Smash. Achso, kann ich wetten, das wird ein Smash. Frank, Bruder, ja, war auch irgendwie klar. Von daher. Digga, Joker ist richtig im Game, Mann, ist unfair. Unnormal strong. Dann, nächste Chance. Hi, Joanne. Hi, Odoman. Du siehst aus wie eine Prinzessin. Du auch. Und ich hab dich gerade nicht verstanden. Ich hab nichts gesagt, alles gut. Vielleicht hast du es gesehen, wenn Prinzessinnen singen, können ja auch ganz verschiedene komische Sachen auch singen und werden lebendig. Wie zum Beispiel mein Drucker. Kann auch reden, weißt du? Und wenn du kommen würdest, dann wäre, ja. War gerade jemand da? Wir machen weiter mit dem... Wir machen... Next. Hi. Hallo, hallo. Ich habe keinen Anmachspruch. Die haben die ganze Zeit nicht funktioniert. Also erzähl mir ein bisschen von dir. Du hast gesagt, deine Lieblingsfarbe ist blau. Was ist das für ein Alien im Hintergrund? Das habe ich selbst gemalt. Oh. Hat aber keine Bedeutung, um ehrlich zu sein. Ja, hat irgendeine Bilder im Hintergrund Bedeutung oder ist das alles? Ah, okay. Einfach aus der Situation entstanden. Okay, okay. Also ich würde sagen, die Situation ist recht angenehm. Wollen wir die vielleicht irgendwann komplett alleine weiterführen? Oh, Ey, Philipp, Digga. Nicht weg. Sollt ihr nicht weg? Ich dachte, ich sollte weg. Nein, bleib nur. Du kriegst einen Pass von mir, alles gut. Pass ist schlecht, Smash ist gut. Okay, ich krieg Smash, Entschuldigung, nein. Wie meine ich Pass? Oh mein Gott. Okay, dann hat dein Smash. Wusstest du das auch vorher für die davor? Also ja. Ja. Okay, Dylan, why? Joanne, hi. Ich habe gehört, du spielst gerne Warzone. Ich spiele sehr gerne auch. Das ist sehr, sehr cool. Das mag ich auch sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, als das Event super war und mich nicht frustriert hat. Ich spiele das immer sehr lange, nicht nur 5 Minuten, bevor ich sauber bin und aufhöre. Und vielleicht kann man da zusammen mal 5 Minuten Warzone spielen oder sowas. Du, Q oder Rio mit meiner Freundin oder so. Oh, Trio finde ich interessant. Mit deiner Freundin? Ja, ja. Hast schon richtig verstanden. Ach, nö. Alter. Ich glaube, da wäre es fast was geworden, bis dann das letzte kam. Es war kurz davor, ja. Es war knapp. Okay, also Warzone ist schon mal richtig. Wir können auch Duo spielen, also so ist es nicht. Ich hab nicht zugehört, Entschuldigung. Gehen weiter. Vielleicht meint ihr jetzt ohne Freundin. Hi Joanne, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, eigentlich auch voll nice. Das Ding ist, ich habe ja gerade schon zuhören können und das Alien hast du selber gemalt. Ich gehe mal davon aus, du hast den Rest der Bilder auch selbst gemalt wahrscheinlich, oder? Sie. Okay, das heißt, Kunst ist generell, was stark in deinem Interessenfeld liegt, nehme ich an? Ja, nebenbei. Eigentlich. Was ist nebenbei. Ist das hinter dir unten da so ein Delfin? Ist der so ein bisschen Comic-mäßig? Das ist ein Hai. Kennst du die Marke von Justin Bieber, Drew House? Ja, voll. Die finde ich auch. Also ich check die nicht so ganz, aber ich finde die ganz nice. Ich check die auch nicht, aber ich fand die drin nice. Willst du es mal kurz? Also ich weiß nicht, ob das stressig ist wegen den 20 Sekunden und so auch, aber ich finde halt, ich male selber manchmal so Moskitos, so Comic-mäßig und der hat mich nur daran erinnert und deswegen fand ich das grundsätzlich einfach interessant, aber mehr gibt es halt nicht zu sagen. Also.
Grundsätzlich fand ich einfach. Ich fand einfach den Hai interessant. So viele Arten. Also, ich glaube, er mag deine Künste. Also, ja, das Ding ist Moskitos mag er. Diese 20 Sekunden sind halt sehr wenig, um letztendlich wirklich in die Tiefe zu gehen. So, ich glaube, über die ganze Oder ich glaube, wir sind schon bei 22 Minuten. Wahrscheinlich, also. up to you, Joanne, ob du vielleicht mal länger über Kunst reden willst. Ansonsten nehme ich natürlich auch ein Video. Okay. Der Akademiker. Alright. Okay, Joanne. Kriegt ein Smash von mir, oder? Der süße Boy, der süße. Ey, da kann ich mal meine Moskitos zeigen, auf jeden Fall. Die sind echt auch süß. Ganz kurz, darf ich mal hier kurz reinschneiden? Ganz kurz. Simon, die ganze Folge Simon so, wie ist das Wetter? Das ist das schön, mein Fenster ist blau, meine Kunst ist gelb. Krieg ich ein Smash? Ja, klar, okay, mach's gut. Geil. Smash! Soll ich zurückziehen? Oder man hat heute einen Smash? Bitte, Joel. Und man willst du mal Smash haben? Bitte. Guck mal, wir sind doch voll so. Ja, okay, du kriegst meinen Smash rückwirkend. Oh, Simon, was sagst du jetzt, Simon, ne? Simon, fällst du hier Wetter? Ich gönne jedem, Alter. Vor allem der Drucker hinter dir, der sieht auch ein bisschen aus wie das Moskito. Die haben beide diese Augen. Das heißt, dir würde ich auch einen Smash geben. Aber ich geb dir auch einen Smash, Bruder. Kann mich der Smash? Als Babysitter bei deinem Hund bin ich down. Du kannst doch gerne mich, Baby. Oh shit! Oh nein! Ey, Bruder! Warte kurz. Ja, halt, ne? Wurdest du mal festgenommen? Nein? Wurdest du mal von einem Schwarzen festgenommen? Oh mein Gott. Auch nicht. Damit ist Zeit. Du bist jetzt festgenommen. Kriegen Angst-Smash von mir. Das nennt man auch Vergewaltigung, Angst. Nein, ich bin Sheriff in meiner Stadt, okay? Ich sorge für Ordnung und für wie heißt dieses Wort nochmal? Gerechtigkeit. Also das kriegt auf jeden Fall Smash. Wie viel hast du gesmashed? 30 vielleicht. Und jetzt so, noch Real-Life-Spaß. 30? 30 vielleicht so. Pass. Ganz eindeutig ein Pass, ein dickes Pass. Oh, weil das Pass ist so dick, das ist einfach so dick wie Daniel. Du passt mich? Pass dich, aber auf einem ganz anderen Planeten pass dich. Das hat richtig. Was hat der gemacht? Warum? Der Arme. That's why. Ach ja! Nein. Oh mein Gott! Hey Joanne! Ja, Kuckuck! Nimm eine Schere, schneid deine Strähne ab. Ey, warte mal kurz. Oh mein Gott, nein! Ich mach's wirklich. Oh. Ey, gib mir wenigstens, dass ich was sagen darf. Eine Sache. Ja, gib mir eine Chance. Rede, du musst mir eine Chance geben. So, Joanne, du kannst ja sagen, dass das noch nie jemand gemacht hat, ne? Also dich dazu zu bringen, deine Strähne abzuschneiden, oder? Nee. Das hat noch nie jemand dich dazu gebracht, oder? Nee. Also ist das was Besonderes, oder nicht? Nee. Gut. Wir sehen uns. Okay. Oh, kommt der Fetter jetzt, Digga. Der fette Inder, Alter. Let's go. Okay. Puste mal kurz in die Tasse. Puste rein. Ich tränke dich, dein Juice. Oh mein Gott. Oh mein Day. Ich wollte. Yeah, damn, du weißt, ich mag dich. Können wir noch. Nochmal, vielleicht. Nochmal. Rewind. Du bist weh, Luft. Okay, Ron, komm, pass mich scheiß auf dich. Scheiß auf dich, Alter. Joanne, du weißt, ich mag dich, Mann. Ich finde dein Booty voll. Ist okay, dein Booty, aber ey. Ich finde dich scheiße, Mann, und du findest mich scheiße. Also. Okay. Ich hab gesagt, Musik liegt dir auf jeden Fall mit Daniel nicht so, aber wie wär's denn mit richtiger Musik? Damn. Zu mein Smash jetzt geben, weil das war grottenschlecht gerade. Grottenschlecht. War mein Lieblingslied. Ich würde für dich üben. Ja, vielleicht würdest du einfach für mich auch die Gitarre nächstes Mal einfach einstöpseln, so damit da auch ein Ton rauskommt. Ich hab kein Kabel. Gut, also Pass or smash den Ahmed. Pass oder smash den. Oh, er hat einen Hund. Oh mein Gott. Oh nein. Oh, ich smash den Hund. Ich smash nicht den Hund, aber der Hund kriegt einen Smash. Dann würde ich sagen, ich habe heute nur Smash bekommen wegen Momo. Das freut mich. Und, Ich hab dir einen Pass gegeben. So, wollen wir jetzt rumlecken oder?
Doan, du kannst gehen. Doan, du kannst dich ganz schön hier raus verpiesen jetzt. Okay, es war heute auf jeden Fall hart cringe. Es war aber auch lustig. Wir hatten geile Sachen dabei und auch Sachen wie Odoman. Daher, Freunde, würde ich sagen, man sieht sich. Ich grüße an alle, die dabei waren. Checkt die gerne ab.